Was haben wir hier alles? Okay, hallo, du ignorierst mich einfach. Das ist schön. Sag mal, bin ich so uninteressant für euch? Geh weg, Mädchen. Die Maschinen sind gefährlich. Ja, ich auch. Ich kann, glaube ich, keinen locken, oder? Ich hatte gerade den stillen Schlag. Ich hatte gerade zwei, dreimal den stillen Schlag angezeigt bekommen. Was soll der Scheiß? Ich tausche das Spiel um. Nein, das will ich nicht. Was wollte ich hier? Ich wollte, genau. Das wollte ich. Super, ich hab keinen Draht. Heilige Scheiße, was hab ich denn da gerade getroffen? Okay, ciao, auf immer Wiedersehen. Hast wohl keinen Bock mehr auf mich, war? Das benötigt auch Draht. Ja, war klar. Warum bin ich blind? Ich bin hinter einem Felsen. Was soll der Scheiß? Das ist Schiebung. Bringt das was? Ich glaub nicht. Oh, die sehen mich jetzt plötzlich alle nicht mehr. Oh, okay. Nein, das... Oh, verdammt, weiter. Warum springt der Verderber weg? Hat der keinen Bock mehr auf mich? Okay, hallo. Warum zum Geier ist jetzt der Wächter einfach gestorben? Ist der Wächter jetzt gestorben, weil er schon so angeschlagen war, dass ihn jetzt der Stolperdraht, der Elektrostolperdraht, den letzten Rest gegeben hat? Ha! Huh. Tolle Verschwendung dann. Geh weg, Mädchen. Die Maschinen sind gefährlich. Jetzt geht's auf einmal. Alle hier zu dem Busch kommt. Ist echt nett von euch. Ja klar, jetzt siehst du mich auf einmal. Willst du mich verarschen? Well. Habe ich jetzt die Akku von dem? Ah, okay, jetzt habe ich es ja auch. Definitiv. Okay.
leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Wait, warum ist er schon tot? Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Ja, hast du schon mal in den Himmel geguckt? Ich sehe keine Sonne. Also, du willst mich jetzt verarschen, oder? Sag mal! Da! Mädchen, komm her! Scheiß Sonne. Fällt mir immer eben schön in den Rücken. Ach so, warte mal. Verderber looten. Mädchen, komm näher! Das brauche ich später noch. So. Öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los. Öffnet das Tor. Und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen. Nach Meridian. Öffnet das Tor. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Weißt du, bei so einem Helm wundert es mich echt nicht, dass die hier solche Probleme machen. Kannst ja kaum durchgucken durch den Helm. Muss ja eine grausige Sicht sein. Oh, ich glaube, ich habe die Quest gerade weggemacht. Kann das sein? Ja, ich habe sie weggemacht. Wer hier das Kommando hat, weiß vielleicht, ob Makoa hier war. Weißt du, ist das eine Nebenquest oder was ist das? Nichts als Ärger. Mehr gibt es nicht im Banu-Clan. Otur. Du sprachst von Schwierigkeiten in den Banu-Ländern. War ich so laut? Meine Ohren leiden wohl langsam durch all die Langbeinkämpfe. Aber es ist wahr. Ich war gerade im Schnitt. Auf der Suche nach besseren Teilen und mehr Scherben. Und du hast dort nichts gekriegt? Nicht, wenn die Banuk ständig über neue Maschinen und sprechende Geister jammern. Da kauft keiner was. Eine Handelsroute ohne Handel ist nur eine Route. Handelsroute? Bleiben die Banuk nicht unter sich? Wir Osseram und die Banuk sind immerhin Nachbarn. Ein paar Gebirgspässe ändern das nicht. Ich habe ein paar Bekannte dort draußen, die sich immer noch durch das Eis graben, aber es läuft nicht gerade gut. Der ganze Aberglauben und die Maschinen machen es nicht besser. Es gibt neue Maschinen und Geister? Also ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Bei der Menge an Banuk-Beerdigung sollte man sich eher davon fernhalten. Das liegt mir nicht so. Ach, wenn du in mein Alter kommst, dann räumst du auch lieber im Sonnenreich hinter Jägern auf. Ist wärmer dort. Was genau ist der Schnitt? Als die Kaja im Krieg den Rand des Banuk-Landes verwüsteten, hinterließen sie den Schnitt. Also ein Schlachtfeld des Krieges. So wie das Tal vor dem Heiligen Land. Mhm. Ein Gebirgspass weit im Nordosten führt dich dorthin. Fremde können da hinein. Sehr zäh, so wie du. Erwarte bloß keine Begrüßung. Vor allem nicht jetzt. Neue Maschinen und Geister? Klingt spannend. Die Antwort habe ich erwartet. Aber ich habe dich gewarnt. Es gibt einen Pfad durch die nordöstlichen Berge. Er liegt hinter dem Grabhort. Leicht zu finden. Auf der anderen Seite ist sowas wie eine Stadt. Vielleicht entscheidest du dich dort noch um. Vielleicht. Vielleicht nicht. Danke für die Information. Auf in die eisige Wildnis. Oh. DLC. Du wirkst nicht. Nein, ich will doch nicht mit dir reden. Ich will doch nicht mit dir reden. Das ist DLC, richtig? Auf in die eisige Wildnis.
Aloy reist nach Norden in das Bano-Gebiet, das als der Schnitt bekannt ist. Erkunde den Schnitt. Es verbreiten sich Gerüchte über seltsame Ereignisse im Schnitt im Bano-Gebiet nördlich der Grabhorts. Meine Güte. Ja, das ist definitiv DLC. Wait. Dann ist das hier ein neues Gebiet? Aber nicht gerade viel, ne? Naja, wobei, kommt drauf an, wie viel Inhalt drin ist. Aber sieht nicht unbedingt gerade noch viel aus. Das will ich aber jetzt nicht machen. Okay, die Quest ist immer noch aktiv. Ups. Dann ist eine Quest, die nehme ich später an. Ich gehe erstmal zu den Kollegen hin, den ich besuchen soll, wenn ich ihn richtig laufe. No wait, ich habe die andere Quest immer noch aktiv. Okay, warte mal, was ab das? Finde den Hauptmann des Außenpostens. Ah ja, das ist das, okay. Und wo ist der Hauptmann? Oh, da liegt was. Die Störung. Schriftrolle. Pergamentschriftrollen mit Glyphentexten und detaillierten anatomischen Zeichnungen von Maschinen. Die Störung der Maschinen. Geschätzte Herren und Damen des Sonnenhofes, verehrte Kane und Mäzene. Eure Besorgnis über die anhaltende Störung der Maschinen wurde zur Kenntnis genommen. Es sind zwar schon viele Jahreszeiten seit den ersten Sichtungen dieser erschreckenden Veränderung ins Land gegangen. Doch der Sonnenkönig ist sich bewusst, dass es sich nicht nur... Mann, ich gucke immer auf die falschen Zeilen aus irgendeinem Grund. Wo war ich gerade? Es sind zwar schon viele Jahreszeiten seit der ersten Sichtung dieser erschreckenden Veränderung ins Land gegangen. Doch der Sonnenkönig ist sich bewusst, dass es sich nicht mehr nur um vereinzelte Berichte von Grenzpatrouillen oder Expeditionen der Jägerloge handelt. Man muss sich nur den verlassenen Besitz ansehen, die Anwesen, die euch gehörten. Denn sich das Juwel... Was? Gott, ich habe irgendwie heute das Lesen einfach überhaupt nicht. Da geht irgendwie gerade gar nichts mehr gerade bei mir. Die Anwesen, die euch gehörten, denn sich das Juwel zurückerobert hat und oder... Gott, was ist denn los gerade? Man muss sich nur den verlassenen Besitz ansehen, die Anwesen, die euch gehörten, denen sich das Juwel zurückerobert hat, oder die leeren Grundstücke des gewöhnlichen Kaja-Volks. Ihr sollt wissen, dass der Sonnenkönig sämtliche Maßnahmen ergriffen hat, um das heilige Meridian und die Maislande durch die neue Patrouillen zu schützen. Was ein Anflehen der Sonne angeht, glauben wir, dass die Ursache der Störung nicht allein dem Missfallen der Sonne zurückzuschreiben ist, da die jahrelangen Opferungen unter Sonnenkönig Jiran keine erkennbare Wirkung auf die Maschinen gezeigt haben. Seine Erleuchtetheit und die Sonnenpriester sind sich einig, dass unser Land nicht durch Blut gestillt werden kann, selbst wenn dies eine Prüfung sein sollte, die die Sonne uns auferlegt hat. Zu eurer Information werde ich hier darlegen, was uns über die Störung bekannt ist. Die kleineren Maschinen, die Herdenkreaturen, die Galoppierer und Krabbler, die normalerweise vor Menschen geflohen sind, greifen jetzt häufiger an. Die größeren Kreaturen, die sonst nur eine Bedrohung für Trunkenbolde und Narren waren, stürzen sich jetzt in mörderischer Absicht auf Arglose. Ganz zu schweigen vom Erscheinen des Sägezahns und seiner Metallbrüder, der Verwüster, der Pirscher und der schrecklichen Riese. Und der schreckliche Riese, der Donnerkiefer. Sie übertrafen sich gegenseitig als Mörder der Menschen mit einem immer größeren Arsenal seltsamer Waffen. Die Wildnis ist wegen der Feindseligkeit dieser neuen Maschinen nicht mehr sicher. Allerdings haben sie noch keine Siedlung innerhalb des Sonnenreichs angegriffen.
Fremde haben zahlreiche fantastische Erklärungen für dieses Verhalten geliefert. Einige glauben, die Maschinen wollen sich an den Menschen rächen, da die sie gejagt haben. Doch ein solches Verhalten wurde noch nie bei Bestien aus Fleisch und Blut beobachtet, die nachweislich eher über ein Denk- und Erinnerungsvermögen verfügen. Sowohl Kaja-Jäger als auch Osaram-Bastler haben versucht, das Phänomen durch die Untersuchung gefallener Maschinen zu ergründen. Doch sie scheinen nicht von den Maschinen zu unterscheiden. Was? Doch sie scheinen sich nicht von den Maschinen zu unterscheiden, die vor der Störung geplündert wurden und enthalten die gleichen Drähte, Geflechte, Linsen, Herzen und so weiter. Wenn man diese Teile dem Licht der Sonne aussetzt oder wie die Osaram mit Feuer und Funken bearbeitet, reagieren sie wie gehabt. Die Banuk geben jedoch an eine Veränderung in den Maschinenliedern der Maschinengeister festgestellt zu haben. Sie sollen immer misstönender werden. Der Sonnenkönig hat Gesandte nach Ban-Ur geschickt, um mehr zu erfahren, in der Hoffnung, dass ihre Mystik tatsächlich eine Wahrheit enthüllt, wenn das rationale Licht der Sonne darauf scheint. Natürlich begrüßt der Sonnenkönig dankbar eure Beiträge zu Erkenntnissen über die Störung. Er bittet nur darum, diese in schriftlicher Form und nicht bei einer königlichen Audienz zu überbringen. Seine Erleuchtetheit hofft weiterhin, euch in diesen unsicheren Zeiten von der Teilnahme an Maschinenjagden abhalten zu können. Die Stärke eines vereinten Sonnenhofs ist die Stärke aller Kaja. Respektvoller Tashadi Hofgesandter. Dann so. Oh, Mann, warum nicht gleich so? Warum war das am Anfang so problematisch gewesen? Warum macht mir keiner die Tür auf? Was soll der Scheiß? Immerhin habe ich eine Scherbenspielkiste gefunden. Wo ist der Hauptmann von dem Saftladen hier? Wahrscheinlich da hinten, wa? Die Arbeit, die du unter der Sonne verrichtest. Seid ihr zuständig? Nein, das ist Hauptmann Balan. Ich bin sein Stellvertreter. Präfekt Said. Moment, ihr seid Said? Ah, du hast von mir gehört. Ich kann dich beruhigen. In deinem Stamm kursieren ja wohl wilde Gerüchte über mich. Aber die Nora verwechseln mich mit jemandem. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt, aber der Nebel des Krieges stiftet oft Verwirrung. Leider wollen einige diesen Fehler nicht einsehen. So war es auch bei der letzten Nora, die hier vorbeikam. Die letzte Nora, die hier vorbeikam? Ihr meint Nakor? Heißt sie so? Naja, es war eine unglückliche Situation. Sie griff mich am helllichten Tag an. Hätte einer meiner Männer sie nicht bemerkt, wäre es übel für mich ausgegangen. Aber wir konnten sie rechtzeitig überwältigen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Gehen lassen, natürlich. Sie dachte offensichtlich, ich sei für unsägliche Dinge verantwortlich. In gewissem Sinne war ihre Tat also gerechtfertigt. Ich erklärte ihr ihren Irrtum und schickte sie dann weiter. Leider hat sie mir offenbar nicht geglaubt. Wo ist Nakoa jetzt? Das weiß ich nicht genau. Als sie ging, tobte sie, sie würde mich irgendwie zu Fall bringen. Allerdings hat die Garnison vom einsamen Fels berichtet, eine junge Frau sei von Banditen entführt worden. Vielleicht war sie's. Ihr bestreitet eure Beteiligung an den roten Raubzügen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich war an diesen Operationen beteiligt, allerdings nur ganz am Rande. Aber all dieser Unsinn über Folter und Mord, das war ich nicht. Die verwechseln mich mit einem anderen Hauptmann. Einige Kameraden haben zweifellos Schlimmes getan. Doch Sonnenkönig Awad bemüht sich, solche Brutalität zu beenden. Sie waren ausgesprochen hilfsbereit, Präfekt Said. Keine Ursache. Der Sonnenkönig möchte sich mit deinem Volk versöhnen. Und ich bin sein demütiger Diener. Ich werde dem am einsamen Fels auf den Grund gehen. Verlasst euch drauf. Ja, tu das. Und falls es unseren Männern an Hilfsbereitschaft mangelt, bitte, lass es mich wissen. Irgendwie will man dem Glauben schenken, aber gleichzeitig auch nicht. Wo ist der einsame Feld? Nicht nach Jans Erzählung, aber diese Garnison ist meine einzige Spur. Ich kümmere mich um meine Angelegenheit. Ja. Wo ist das? Wo soll ich hin? Suche Informationen über Nakor. Ja, schön, Dank auch.
Jetzt sag mir nicht, das ist Nakoa. Begib dich zum einsamen Felsen. Nein, das ist... Hä? Ah, das ist das. Ja gut, wo ist die Nebenquest, die hier war? Das ist wohl mein Leben. Den Dreck anderer. Hast du eine neue Waffe? Oh, da sind mehrere pinke Sachen. Quatsch, lilane Sachen. Was ist das denn da für ein Ding? Schattenscharfschussbogen, sehr selten. Ja, das ist toll, das ist schön. Was ist das für ein komischer Pfeil da unten? Kann man nicht irgendwo hier einsehen, was das da eigentlich für Zeugs kann? Sägezahnherz, oh super. Und die Dinger habe ich auch noch verkauft. Das ist super. Feuerdraht, das ist nice. Ah, okay, das ist dann wohl ein normaler Pfeil, ein Feuerpfeil und dann nochmal eine verstärkte Version von dem normalen Pfeil. Was irgendwie unsinnig ist, warum hab ich dann quasi zweimal denselben Pfeil, einmal in der schwächeren und einmal in der starken Version? Hier habe ich eine Bombe? Und noch eine Bombe? Vielleicht soll ich mal den Text lesen. Diese langsam feuernde Schleuder wirft explosive Bomben mit verschiedenen Auslösemechanismen, die großen Stoß- und Flächenschaden verursachen. Das hat mich nicht wirklich weiterhelfen können. Ich schätze mal, das eine ist wohl einfach eine Bombe und das andere ist dann sowas wie eine Splittergranate? Oh, was ist das denn da? Eispfeil, okay. Eis- und Elektropfeil. Ganz normal und Elektropfeile oder Bolzen in dem Fall. Ein neuer Seilwerfer. Aber die kosten alle so viel. Wobei, ich werde die mir holen, aber nicht für den Preis. Ich werde einfach den Schwierigkeitsgrad runterschrauben. Weil genau das wird jetzt wahrscheinlich dann sein. Mal ganz kurz noch die Rüstung angucken. Gibt es hier eine bessere Tarnrüstung? Ja, nur die hier. Oh, was ist das denn für ein dickes, schickes Ding? Sieht nett aus. Nett. Manche Klamotten sehen echt nett aus. Gibt's echt keine bessere Version von dem Tarnding außer den hier? Das ist ja doof. Ha, was wollte ich gerade? Ach so, genau, hier, Dingensbums. Ich brauche einfach nur mal eben kurz den Schwierigkeitsgrad runterschrauben. Wo waren die Waffen nochmal? Diese? Jetzt sind hier alle wesentlich billiger. Oder die Rüstung. Das Ding hier gerade hatte, glaube ich, 4.000 oder 5.000 Splitter gekostet. Jetzt kostet gerade mal nur 1.100. Oh. Das ist eine bescheuerte Einstellung. Das ist eine sowas von komplett bescheuerte Einstellung. Ja, siehst du, 5.500. Das ist so eine komplett überflüssige Sache. Ich habe immer noch nicht gefunden, was ich suche. Also wirklich. Das hätten sie sich komplett sparen können. Ich hoffe mal, dass wenn sie dann im zweiten Teil das dann machen, dass man entweder dann auch den Schwierigkeitsgrad ändern kann, aber dann halt so, dass du nicht so ein Blödsinn wie das da jetzt da hast, dass du dann die Preise erhöht hast. Oder du hast dann halt Dingensbombs. Der Schwierigkeitsgrad ist fest. Du kannst ihn am Anfang des Spiels dann einstellen und danach nie mehr wieder. Da musst du dann, wenn du einen anderen Schwierigkeitsgrad dann haben möchtest, musst du dann wohl oder übel dann deinen Spielstand von vorn anfangen. Was zum Geier ist denn mit dem kaputt? Anrecht hat für mich noch immer seinen Reiz. So langsam. Aber tu nicht so, als hätte ich nicht gerade bemerkt, als hättest du plötzlich deine Animation halb abgebrochen und hast deinen Kopf wieder gerade gehabt. Bald nehme ich mir Urlaub. Ich weiß nur noch nicht. Ja, siehste! Was ist denn mit dem kaputt?
Hauptmann Balan, ich möchte etwas fragen. Erstens nach einer Nora-Frau, die hier vielleicht durchgekommen ist. Und zweitens nach dem Weg nach Meridian. Was erwartet mich auf dem Weg? Tja, hier war auf jeden Fall eine Nora. Das vergesse ich nicht. Es gab einen Vorfall. Und was dich auf dem Weg erwartet? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Weißt du, was ich mich gerade so ein bisschen frag? Ich meine, das hier scheint ja postapokalyptisches Zeitalter zu sein. Es ist irgendetwas passiert, Zivilisation ist zusammengebrochen und die Menschen, die jetzt hier leben, haben von all dem, was damals war, überhaupt gar keinen Plan. Woher wissen die aber, was Maschinen sind? Ich meine, okay, es gibt Ruinen und so wie das aussieht, sind wohl die hier, die komischen Sonnentypis und die Osseram offenbar wohl jetzt nicht wie die Nora, die halt die Ruinen und alles meiden. Daher könnte es dann schon sein, dass die vielleicht hier und da Informationen aufgeschnappt haben, wie zum Beispiel, dass das da Maschinen sind. Aber woher genau wissen die, was das eigentlich ist? Was ist eine Maschine? Wissen die das eigentlich? Oder ist quasi bei denen zwar der Begriff jetzt vorhanden, oh ey, das da, was da rumläuft, ist eine Maschine, aber wissen die eigentlich, was eine Maschine an sich ist? Weil ein Auto ist auch eine Maschine. Ein PC ist im weitesten Sinne auch eine Maschine. Jetzt nicht unbedingt so krass beweglich, aber ne, macht ja auch irgendwas. Also ganz blöd gesagt, mein Mikrofon, was hier an so einem Studioarm dran hängt, ist auch eine Maschine. Bewegt sich zwar überhaupt nicht, nur wenn ich was machen tue, aber es hat mechanische Bewegung. Ha. Naja. Ist das die Quest? Das ist die Quest. Ihr habt einen Offizier mit dem Namen Said. Sind euch die Anschuldigungen gegen ihn bekannt? Schau, ich weiß, was dein Volk über ihn sagt, aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lakhir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeig etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakhir sagt, man muss immer Meldung machen und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Ja, überhaupt nichts. War nur der Wind. Ja. Das war nur der Wind aus Skellige. Huch, was? Wie? Was ist das denn jetzt? Ach so, okay. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avad hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid, natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian.
Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Awad sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Awad will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja. Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Wie ist es im Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Awad, der neue König, hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Oseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Die Kaja sind mit den Oseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Awad konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Ersa und Erend halfen ihm. Oseram-Geschwister, legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei, sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne, vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Oseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Awad nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Also bei jeder einzelnen kleinen Sache dann sofort schon zur Klinge greifen, das hört sich eher schon eher nach schwach an. Weil man einfach geistig schwach ist? Im Sinne von, ey, mir gefällt deine Nase nicht, ich hau dir die Fresse platt. Und jemand anderes sagt, ey, mir gefällt deine Nase nicht. Ja, dann guck doch weg. Weißt du? Ah. Vor allen Dingen, dieser eine Angriff bei der Prüfung. Ich denke mal, das wird hier wahrscheinlich so sein, dass entweder irgendeine Gruppe von dem alten Sonnenkönig noch übergeblieben ist und jetzt versucht, wieder an die Macht zu kommen. Oder vielleicht auch irgendeine Gruppe bei den Oseram eventuell. Oder vielleicht beide. Wer weiß. Oder vielleicht sogar auch hier in den Kaja, dass da irgendwo noch ein Teil der alten Untergebenen quasi immer noch dem, wie heißt der nochmal, Jihan oder so ähnlich, immer noch irgendwie treu ergeben ist, obwohl er tot ist. Und insgeheim einen Sturz irgendwie wann wohl verursachen wollen? Schätze ich mal. Was ja dann eigentlich immer noch dann das Erste dann quasi ja wäre. Nur halt, statt als vierte Fraktion ist es dann halt immer noch die dritte Fraktion, also die Kaja, die halt dann versucht, wo quasi dann irgendwelche Gruppen noch versuchen, dann von innen heraus irgendwas zu manipulieren und zu zerstören. Ja, so in der Richtung ungefähr. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar, aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Genau, jetzt kannst du weiterzucken. Was du ja gerade auch schon getan hast. Wo ist die Quest? Dass man immer hier suchen darf. Wo war das jetzt? Das war das, ne? Untersuche das verlorene Dorf. Okay. Was? Okay. War ich doch gerade. Da war ich doch vorhin.